Nadine! Noch zu sechst, aber bald nur noch zu fünft. Ihr wisst, es gibt heute kein Friendship-Ticket mehr. Das heißt, wer von den Zuschauern zu Hause am wenigsten Stimmen bekommen hat, der ist draußen. Und es gibt keine Möglichkeit mehr für eine zweite Chance. Seid ihr bereit zu erfahren, wie es ausgeht in der heutigen Sendung? Dann bitte tretet nach vorne. Wer steht jetzt gleich auf welcher Seite? Auf der Gewinner- oder auf der Verliererseite? Das erfahren wir jetzt. Fünf Röhren mit fünf Zetteln und das sind die Namen der fünf Gewinner des Abends, die also weitergehen, weitermarschieren in die nächste Runde, nächsten Freitag mit dabei sind. Die am meisten Stimmen von Ihnen zu Hause bekommen haben. Und eigentlich jetzt im Geiste schon überlegen können, was sie nächste Woche alles veranstalten, um wieder die Herzen der Zuschauer zu gewinnen. Wo soll man anfangen, um nachzuschauen? Ganz links. Mitte. Da. Mitte. Mitte. Also Mitte. Es kommt ja eh jede Röhre dran. Keine bleibt aus. Also, der Erste oder die Erste, der oder die. Ganz oben am Stockerl geht, das ist bei uns die obere, die ganz kleine Bühne, aber da kuschelt man sich gerne eng zusammen, wenn man da oben steht, weil das heißt, man ist weiter. Ist. Gernot! Für den Nächsten oder die Nächste heißt es jetzt in die Neujahrsvorsätze am besten mit einzupacken. Ich werde hart weiter an mir arbeiten, ich werde alles geben bei Starmania am nächsten Freitag, um auch die nächste Finalrunde zu schaffen, denn die heutige, die hat er oder sie ja schon gepackt. Jetzt nehme ich mal die, keiner von euch gesagt, aber die mag ich jetzt haben. Also, wer ist weiter? Wir wünschen es allen, aber ist erstmal der Name, den ich jetzt sage. In der nächsten Finalrunde von Starmania, Kraft der eigenen Performance, Nadine! Auf der Siegerseite an diesem Freitag durch Ihre Anrufe und SMS. Und wie gesagt, es ist heute nur Ihre Entscheidung. Da funkt keiner mehr dazwischen, für wen Sie gewotet haben. Mit genügend Anrufen und SMS, der ist weiter. Jetzt kann ich sagen der, weil die einzige Frau, die noch im Rennen ist, die steht da schon oben. Nächsten Freitag fix mit dabei ist... Rick! Je weniger natürlich hier unten auf der Bühne stehen, umso größer wird das Herzklopfen wahrscheinlich bei denen, die da sind. Aber zwei marschieren noch locker nach oben. Scheidet nur einer aus. Also wer auch weiter ist, mit zwei Performances überzeugt hat heute, dem Einzelauftritt und dem Duett, ist folgender Kandidat. Mario!
Und wer steht da unten? Tom? Martin? Komm mal zu euch. Ich schaue da gar nicht rein, ich weiß nicht, welchen Namen wir jetzt gleich noch hören, wer weiter ist. Wir wissen an der Stelle ja nur eines, dass auf jeden Fall ein Kandidat gleich noch nach oben marschiert, weil er genügend Stimmen bekommen hat von Ihnen zu Hause. Das können jetzt, nachdem ich das immer in zufälliger Reihenfolge, also die Zettel ziehe, die meisten Stimmen sein oder vielleicht also nur ja, die Mittelfeld, aber das ist ja auch egal, Hauptsache man ist auf jeden Fall weiter in der nächsten Runde. Ein Kandidat scheidet aus. Und bevor wir jetzt erfahren, wer hier unten bleibt, wer gleich noch zu den anderen geht, schauen wir mal gemeinsam zurück auf viele, viele Wochen, die wir schon miteinander verbracht haben bei Starmania. Monate sind es eigentlich schon. Auf den Weg, den wir bislang gemeinsam gegangen sind. Und es war vielleicht nicht immer ein leichter Weg, aber ein sehr beeindruckender. Sehr viel Schönes dabei, von den Castings angefangen, über die Vorrunden bis zu den Finalrunden, ja eigentlich bis zu den Duetten heute. Für einen geht der Weg weiter und für einen hört er jetzt auf. Ich muss sagen, halt mich da jetzt raus. Ich weiß nicht, welcher Name da steht, ich weiß nur, es ist der Name des Kandidaten, der weiterkommt in die nächste Runde. Aber ich möchte diesen Namen nicht vorlesen. Das macht bitte ihr. Denn ihr braucht ja noch einen, der die Gruppe verstärkt. Einen fünften. Geht ihr bitte zu der letzten Ergebnisröhre. Stellt euch dorthin. Und Rick, du bist der Älteste derer, die jetzt noch dabei sind. Und du ziehst bitte diesen Zettel und du liest bitte den Namen vor des Kandidaten, der zu euch stößt und weiter ist in der nächsten Finalrunde. Eine Woche weiter ist bei uns Tom. No. Aber wir auch überrascht, dass du jetzt draußen bist. Das heißt ja dann im Umkehrschluss, Martin, dass wir dich verlieren. Ja,
Also ich möchte mich einfach nochmal bei allen bedanken, dass ich so weit gekommen bin, bei den ganzen Geigen, die was geboten haben von mir. Bei den ganzen Theater, ganz Opern, einfach danke. Dann ganz besonders bei der Monika, bei Ferdi und bei der Maria und einfach alle, die was für mich gestimmt haben, bei meinen Fans. Danke. Martins letzter Auftritt heute bei uns, aber die anderen fünf sind weiter. In der nächsten Sendung, nächsten Freitag, 20.15 Uhr. Und bis dahin greifen Sie nach den Sternen. Schönen Dank. Dankeschön. Martin, schau mal dein Publikum. Danke für die schöne Zeit. Martin, Standing Ovations, schau mal. Es geht nur weiter. Martin.